Diese Information kostet dich normalerweise tausende Euros und du bekommst sie heute for free. Die meisten haben unklare Lebensziele und Prioritäten. Und du kannst deine Ziele finden, indem du dich Folgendes fragst: Was magst du überhaupt nicht? Und definiere den Gegenpol von dem, was du nicht magst. Und schon hast du das erste Ziel. Denk dran, Klarheit ist Macht, Nichtwissen ist Macht. Sei dir also klar, was du willst. Du kannst dir auch ein Vision Board kreieren und dir es aufhängen, um immer daran erinnert zu werden, was deine Träume, Wünsche, Ziele sind. Das Wichtigste, was ich jedem meiner Coaches immer sage, ist, dass eure Ziele messbare Werte haben sollte und das Ganze zeitgebunden. Was meine ich damit? Schau, dass du es messbar ist. In welcher Skala kannst du hochklettern? Und wann willst du es erledigt haben? Zum Beispiel an einem Tag, wenn es geht, oder auch in einem Monat. Denke daran, dass es deine Priorität werden könnte, damit das Ziel auch erreicht wird. Du brauchst kurzfristige und auch langfristige Ziele. Kurze haben sich für eine Dauer von bis zu einem Jahr bewährt und für mittel- und langfristige hat sich bis 7 Jahre bewährt. Und wenn es dir dieses Video weitergeholfen hat, um dir mehr Klarheit für deine Lebensziele zu bekommen, dann like und folge mir, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn du jemanden kennst, der das hören muss, teile es, damit es für diese Person etwas in ihrem Leben verändern kann. Und denk dran, du bist viel größer, als du denkst.